Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, seit Jahren ist er das Lieblingsthema von uns Deutschen, Umwelt- und Klimaschutz. Vorsicht, der Torben greift in die Steckdose. Ach, macht nichts, ist Ökostrom. Ja, und auch wenn die Energiekrise derzeit ja heiß diskutiert wird, haben wir schon auch viel geschafft im Klimaschutz. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, als die angefangen hat, grün zu werden, haben die jahrelang den Tarif Umwelt Plus angeboten. Damit konnten sie von Frankfurt nach Berlin mit Ökostrom fahren. Ohne diesen Tarif mit normalem Strom. Das fand ich damals wahnsinnig beeindruckend. Die Deutsche Bahn hat es geschafft, die Stromversorgung in einem ICE so zu individualisieren, dass jeder Reisende abhängig von seinem Tarif seinen eigenen Strom bekommen hat. Das ist deutsche Ingenieurskunst. Schon vor 20 Jahren hat eine Forschergruppe herausgefunden, dass die Luft- und Wasserqualität eines Landes umso besser wird, je größer das Durchschnittseinkommen in der Bevölkerung wird. Das leuchtet intuitiv ein. Also wenn ich so arm bin, dass ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, ist es mir auch wurscht, ob der Fluss von mir verdreckt ist. Aber je reicher und wohlhabender ich werde, desto größer ist natürlich auch mein Interesse, dass es um mich herum hübsch und sauber wird. Schwedische Forscher haben berechnet, dass man 10-mal mehr CO2 verbraucht, ein Kind großzuziehen, als ein Auto zu besitzen. Da bin ich schon mal fein raus. Ja. Als Kinderloser kann ich wahrscheinlich mit einem Leopard 2 Panzer auf Tour fahren, hätte gegenüber der kleinen Familie immer noch das Klima geschützt. Ja. Wobei ich ja auch kein Heiliger bin. War neulich erst letzte Woche mit meinem Diesel Grillkohle holen. In einer Plastiktüte. Die ganze Fahrt im ersten Gang. Und daheim habe ich sogar das Licht brennen lassen. Das machen viele. Die Dunkelziffer ist da sehr hoch. Ich meine, in der Hinsicht beneide ich ja wirklich meine Eltern im Odenwald. Die leben da konsequent nachhaltig. Meine Mutter wirft grundsätzlich kein Essen weg. Als Daumenregel gilt, alles, bei dem man nicht vor Entsetzen zusammenzuckt, wenn man den Deckel von der Tupperdose nimmt, ist noch genießbar. Neulich habe ich in ihrer Speisekammer eine Ravioli-Dose gefunden, die hatte noch eine vierstellige Postleitzahl. Ich meine, die Amerikaner bewundern uns ja, weil wir Deutschen ein Volk von Ingenieuren sind. Wenn irgendein Problem auftaucht, setzen wir uns hin, überlegen kühl und rational, wie wir dieses Problem denn lösen können. Das ist beim Klimaschutz vollkommen aus der Mode geraten. Jedes Mal, wenn ich einem Amerikaner erklären wollte, dass wir gerade versuchen, mit Wind- und Sonnenenergie eine Industrienation am Laufen zu halten, hat der mir das nicht geglaubt. Was glauben Sie, wie viel Strom wir in Deutschland maximal speichern können, um eine Dunkelflaute zu überbrücken? Also eine Phase, in der kein Wind weht, keine Sonne scheint. Ich habe es mal ausgerechnet, ziemlich genau 40 Gigawattstunden. Das ist die maximale Energiemenge, die wir mit Hilfe von Pumpspeicherkraftwerken, also großen Stauseen, speichern können. So, und was glauben Sie, wie lange wir mit 40 Gigawattstunden unser Land mit Strom versorgen könnten? Ziemlich genau 40 Minuten. Danach gehen hier flächendeckend die Lichter aus. Aber wenn wir ganz fest dran glauben, dann wird's was. Denn unsere Ingenieure sind ja schon dran an den Innovationen. Ja, zum Beispiel könnte man die Stromausbeute von einem Windpark massiv erhöhen, wenn man die Windräder durch Kernkraftwerke ersetzen würde. Ja, aber das wollen einige ja auch nicht mehr, weil wir nicht bereit sind, Prioritäten zu setzen oder Kompromisse zu machen. Deswegen fordern wir Offshore-Windparks und gründen im Gegenzug eine Bürgerinitiative, wenn die Starkstromtrasse vor unserem Haus entlang läuft. Wir wollen iPhones, Netflix und jeden Morgen warm duschen. Aber wenn RWE dafür den Hambacher Forstblatt machen möchte, no way. Wir wollen Party feiern, aber keinen Kater haben. Weil wir alle widersprüchlich sind. Und erst recht die Leute aus der Umweltbewegung. Ich bin neulich am Stand von Greenpeace vorbeigelaufen, habe die gefragt,
Warum demonstriert er eigentlich immer nur gegen Pelzmäntel, aber nie gegen Lederbekleidung? Meine die? Ja, weil man ältere Damen risikoloser anpöbeln kann als die Hells Angels.